Heute geht es um das Thema Lageplan und wie man den geografischen Norden oder auch wahren Norden bestimmen kann. Dabei werde ich eine Flurkarte importieren und dazu zeige ich euch eine Webseite flurkarte-nrw.de. Das Projekt steht in Lippstadt. Ich scroll mal näher ran. Und hier seht ihr das Grundstück. Flurkarten sind in der Regel genordet, das heißt die geografische Nordrichtung zeigt nach oben. Und es ist zu erkennen, dass das Gebäude leicht verdreht ist. Mit einem Klick erscheinen Längen- und Breitengrad und ein Link, über welchen die DXF-Datei heruntergeladen werden kann. Ich habe die DXF-Datei bereits gespeichert und mit AutoCAD etwas überarbeitet. Hier sind die Außenmaße des Gebäudes zu sehen, sowie die Abstände zu den beiden Referenzebenen am Ursprung. Im Lageplan sind Grundstücksgrenzen eingezeichnet. Diese helfen uns nachher beim Ausrichten der Flurkarte. Man kann sich aber auch nur am Ursprung orientieren. Register einfügen, CAD importieren. DXF-Dateiformat wählen. Hier empfiehlt sich, den Haken bei Nur aktuelle Ansicht zu setzen, damit die Flurkarte nicht in anderen Ansichten erscheint. Außerdem die Importeinheit auf Meter stellen. Positionierung Auto, Ursprung zu internem Ursprung wählen. Ich habe, wie vorher schon erwähnt, die DXF-Datei etwas ergänzt. Man sieht das an dem grau hinterlegten Grundstück und an den UTM-Koordinaten an den beiden Ecken unten links und oben rechts. Nun soll die Flurkarte ausgerichtet werden. Dafür muss ich zuerst die Sperre aufheben. Achte darauf, dass fixierte Elemente wählen aktiv ist. Die Flurkarte ist gewählt. Befehl Drehen aufrufen. Hier ist es wichtig, den Drehpunkt zu bestimmen. Der Drehpunkt soll an dieser Ecke sein. Dann den Startstrahl auf der Kante anklicken. Für den Endstrahl einfach gerade nach oben zeigen und klicken, ohne einen Punkt zu fangen. Nun die Flurkarte verschieben. Der Startpunkt ist hier. Der Zielpunkt ist der Ursprung. Übrigens sollte man in diesem Beispiel keinesfalls das Gebäude drehen oder verschieben. Die Flurkarte befindet sich nun relativ zum Gebäude in der richtigen Position. Jedoch stimmt die Nordrichtung nicht und die Koordinaten sind auch nicht festgelegt. Korrigieren wir zuerst die Nordrichtung. Register verwalten, Gruppe Projektposition, geografischen Norden drehen. Auch hier ist es wichtig, den Drehpunkt festzulegen. Er kann zum Beispiel hier an der Ecke liegen. Startstrahl und Endstrahl bestimmen. Wir sehen hier denselben Winkel, 8,27 Grad, der sich vorher beim Drehen der Flurkarte ergeben hat. Somit hat sich das gesamte Projekt um diesen Winkel gedreht und die Flurkarte hat wieder ihre ursprüngliche Ausrichtung. Nun sollen noch einige Länge der Flurkarte ausgeblendet werden. Ich öffne den Dialog Überschreibung und Sichtbarkeit Grafiken und im Reiter Importierte Kategorien sehen wir die Länge der DXF-Datei. Hier können einige ausgeblendet werden, somit wird die Karte etwas übersichtlicher. Jetzt noch ein Hinweis zu den Koordinaten. Ich hatte die DXF-Datei bereits mit AutoCAD geöffnet, die Koordinaten ausgelesen, Befehl ID, und an den beiden Ecken unten links und oben rechts beschriftet. Nun benutzen wir den Befehl Koordinaten an Punkt angeben. Register verwalten, Gruppe Projektposition. Ich klicke auf die Ecke und gebe die gewünschten Koordinaten ein. Die DXF-Datei enthält keine Höhenangaben, also gebe ich nur den Nord- und Ostwert ein. Der Vermessungsursprung ist nun sehr weit vom Projekt entfernt. Wir können das sehen, wenn ich den Befehl Zoom-Grenzen verwende. Ich möchte den Vermessungsursprung ausblenden und öffne wieder den Dialog Überschreibung und Sichtbarkeit Grafiken. Bei der Modellkategorie Grundstück deaktiviere ich die Unterkategorie Vermessungspunkt. Nun kann ich mit Zoom-Grenzen mein Projekt wieder sehen. Jetzt soll noch der Lageplan zugeschnitten werden. Ich stelle den Zuschneidebereich auf Sichtbar. Dann kann ich die Grenzen anpassen und den Lageplan zuschneiden. Nun möchte ich einen Nordpfeil einfügen. Register beschriften, Befehl Symbol.
Familie laden. In der Library unter Beschriftensymbol, Beschriftensymbol Nordpfeile. Hier wähle ich einen Nordpfeil, lade ihn ins Projekt und platziere ihn auf dem Lageplan. Ich möchte auch im Grundriss Ebene 0 einen Nordpfeil einfügen. Deswegen ändere ich die Ausrichtung auf geografischer Norden, bevor ich den Nordpfeil einfüge. Anschließend stelle ich die Ausrichtung wieder auf Projekt Norden. Betrachten wir Grundriss und Lageplan nebeneinander auf einem Planlayout. Ich aktiviere einen DIN A3 Plan und platziere den Lageplan mit Drag and Drop. Der Lageplan hat in diesem Beispiel den Maßstab 1 zu 500. Da der Grundriss Ebene 0 noch nicht zugeschnitten ist, öffne ich ihn, stelle den Zuschneidebereich sichtbar und verschiebe die Zuschneidegrenzen. Außerdem verkürze ich die beiden Referenzebenen ein kleines Stück. Nun schalte ich den Zuschneidebereich wieder unsichtbar, wechsle zurück auf den Plan und platziere auch den Grundriss mit Drag and Drop. Schließlich wähle ich beide Ansichtsfenster aus, übrigens um mehrere Elemente zu wählen, Steuerung gedrückt halten, und klicke in der Typenwahl auf Ansicht Maßstab, um die beiden Ansichtsfenster auf dem Plan zu beschriften. Ich habe noch die Sichtbarkeit von ein paar Kategorien geändert und so sieht das Ergebnis aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.